sich. Dein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich am besten zu Diensten Was? Sein? Ja, überhaupt kein Problem. Brauchst du mich? Immer bereit. Was ist los? Nimm keine Gefangenen! Wieder eine hübsche Falle? Ich bin hier. Ja? Nehm keine Gefangenen! Jedes Mal müssen Kalben bei deiner Spektrum warten. Und Hagrid muss gerade ordentlich einstecken, ey. So. Kann ich helfen? Das heißt. Du heilst mal Hagrid. Aber was so ein Zwerg alles wegstecken kann, ey. Sag, was du von mir weiter. Tote beleben. Oh, und ein Morgensternchen. Ja, das ist eigentlich der Zauber, den sie kann nicht verwendet werden von. Ja, gut. Also kann eigentlich nur von Tarion verwendet werden. Oh, geweihter Morgenstern. Plus 3. Priesterzauber zweiter Grad. Ich glaube, die Waffe. Oh, ich habe ganz vergessen zu gucken. Sie hat ja neue Zauberslots auch mit den Level-Ups gekriegt. Machen wir das hier so. Hier hat sie keinen neuen. Hier hat sie einen neuen. Ah, machen wir nochmal eine Heilung. Hier. Hier schwere Wunden heilen oder Schutz vor negativer Energie. Ja, Vampire gibt's in Icewind halt nicht. So eine Verteidigungskoordination oder wirklich mal schwere Wunden heilen. Dann nehmen wir wirklich mal schwere Wunden heilen. Heilige Kraft. Ah, nee, nicht unbedingt. Nö, bleiben wir dabei so erstmal. Wie kann ich helfen? Weiter! Das heißt ja, hier geht's eigentlich runter, wo wir hergekommen waren. Jupp. Es soll geschehen. Gewiss. Und ja, hier gibt es noch ein paar Kobos. Das ist doch Goblin leicht. Werde Zeugen wahrer Macht.
Werde Zeugen wahrer Macht. So. Brauchst du mich? Mach mal Bewegungsfreiheit auf ihn, dass er sie heilen kann. Dein Befehl? Furchtbaren kann ich 7-mal. So. Ah, das Problem ist mit Hände auflegen. Hände auflegen ist wirklich nur 2-mal das Charakterlevel beim Paladin. Jedenfalls in Icewind Dale 1. In 2 ist es 2 plus Charisma-Modifikator. Was um einiges besser ist. Sofort! Ja. Wir gehen dann hier hoch, anstatt die Haupttreppe zu nehmen, weil Haupttreppe kann immer so viel Gefahr bedeuten. Haben wir ja hier jetzt schon gemerkt. Naja, wir gehen, so wie es aussieht, hier erstmal hoch, um hier drüben runter zu gehen. War ja auch bei der ersten Ebene irgendwie sowas. Sag, was in, du von mir in der Richtung. In Ordnung! Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Ich schlag dich in Stücke. Ich werde tun, was ich kann. Wie lautet deine Aufgabe? Meine Verteidigungskoordination benutzen und Feuerball, nein. Das Schöne ist ja, eine Verteidigungskoordination ist ja instant gesprochen. Dein Befehl? Gut. Ich höre. Ist das alles? Okay, hier ist auf jeden Fall ein großer Raum. Nur einem Eingang dort. Und hier geht's auch nirgends weiter. Ja, haben wir wohl nur die Möglichkeit, hier lang weiterzugehen und hier in den Raum rein. Die Scharfschützen hier, die sind... Oh ja, das ist gemein. Das hier ist echt gemein. Das sind Schützen hinter Barrikaden. Und ja, von hier aus kommen wir gar nicht weiter. Das heißt, wir können die Schützen gar nicht angreifen von hier aus. Was in Ordnung? Sag was weiter! Euer Leben ist verwirrt! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Okay, die wollen mich zu... nein, falsche Zauber. Warum ist Hass doch blau in diesem Teil? Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich helfen? Vorwärts! Der Orkhäuptling hat sogar was gekloppt.
Also gucken wir mal, was das ist. Können wir nicht. Dann guck du mal, was das ist. Guktoks Axt. Gegen Zwerg. Kann ich von Gut verwendet werden? Kann ich von Kleriker, Magier, Mönch, Dieb, alle möglichen verwendet werden? Was bist denn du eigentlich? Chaotisch gut, ach so. Hätte auch denken können, dass das nicht von Zwerg verwendet werden kann. Naja. Okay. Quicksave machen und mal schlafen. Dein Befehl? Vorwärts! Mögen die Götter mich schützen! Euer Leben ist verwirrt! So, Erschöpfung ist wenigstens auch gleich weg. Ich brauche Scharfsinn, ist wohl hier? Okay, du kannst gleich mal deine große Heilung bei dir selber ausprobieren. Sag, was du von weiter. So, jetzt schnell wieder hier runter. Nehmt keine Gefangenen! Vorwärts! Die Götter euch gnädig sein. Da folgen uns sogar ein paar. Okay. Vita. Wie kann ich Mortis. Helfen? Brauchst du mich? So, jetzt sind wir erstmal die Scharfschützen los. Vita. Mortis. Für euch beide die weiß noch Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis es soll geschehen. So, das heißt, wir können. Oh. Da sind uns noch mehr gefolgt. Kommt her, wenn ihr euch traut! Gut. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal nach oben gehen. Es soll geschehen. Gucken wir hier noch. Götter euch gnädig sein. Nervt. Waren das die von hier? Ja, Tatsache. Die von hier sind uns nach unten gefolgt. Haben dann erstmal unsere Spur verloren. Da ist ein Pflegel. Okay. Das alles haben wir jetzt nur für einen Pflegel gemacht. Zur vierten Ebene, zur zweiten Ebene. Naja, es gibt hier noch genug zum Angucken. Da finden wir auch einen Weg runter, endlich mal wieder, in die ersten Ebenen. Kannst du den identifizieren? Nein. Dann gucken wir, ob du den identifizieren kannst. Natürlich kannst du bezaubern. Dieser Flegel wurde vor dem Priester des großen Orkgottes Grumsch geweiht. Ja, Grumsch ist der einzige Orkgott. Um ihn gegen die feindlichen Elfen und Zwerge einzusetzen, gegen die seine Armeen kämpften.
Der Flegel war im Besitz des Hohepriesters der Knochenlegion, bis dieser fiel, als er sein Volk in den Kampf gegen die Elfen der Hand der Seldarin führte. Der Flegel ist sehr simpel konstruiert. Der Griff ist im Oberschenkelknochen eines Elfen nachgebildet und mit gegerbter Elfenhaut umwickelt. Eine Kette verbindet den Griff mit einer stachelbewehrten Kugel. Der Flegel besteht aus Meteoriteneisen und ist ein herausragendes Beispiel für die handwerklichen Fähigkeiten der Orks. Das hört man selten.